Hallo und willkommen bei Achtung Buch, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns reinschauen und auch wenn das Jahr 2023 schon munter voranschreitet, es lohnt sich ein Blick zurück ins Jahr 2022 und dazu habe ich heute Gelegenheit mit dem Investigativjournalisten Gerhard Wisniewski. Mit ihm spreche ich über sein neuestes Buch Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen, was 2022 nicht in der Zeitung stand. Und ich kann Ihnen eins sagen, auch wenn ich viele dieser Themen schon selber beackert habe, berufsmäßig, das, was hier drin steht, ist doch wieder neu und kompakt und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Das gibt's jetzt bei Achtung Buch. Lieber Gerhard, schönen guten Abend. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Freue mich sehr, dich zu sehen. Freut mich ebenso, Robert. Hallo. Ja, und jetzt kommt dann bestimmt wieder so diese Originalbücherwand und deine Fake-Bücherwand, ne, das muss ich dann in den Kommentaren alles aufklären. Es war natürlich genau andersrum. Aber ich sehe, du hast wieder viel Material hinter dir, das du durchgearbeitet hast und wir steigen ein in dein Buch, das ich jetzt hier auch, sogar mit Widmung, vielen Dank, vor mir liegen habe. Und ich habe es gerade in der Einleitung schon gesagt, in der Anmoderation, dass viele Themen natürlich im Laufe des Jahres aufpoppen und man kriegt das auch mehr oder weniger mit, selber recherchiert. Aber was du teilweise dann wieder ausgegraben hast, doch immer wieder spannend. Und ich glaube, da steckt viel, viel Arbeit drin. Oder ist das dein mit auch so das Wichtigste im Jahr, was immer passiert, dein Jahresbuch? Ja, sicher. Ich meine, das ist auch ein großer Kampf um die Fakten, um die Recherchen, um die Geschichten. Also das, ob sie überhaupt, wie soll ich sagen, relevant sind oder nicht, ob sie schon bekannt sind oder nicht. Und es geht immer darum, noch was rauszukriegen und oder eine andere Perspektive darzustellen. Wobei erfreulich ist natürlich, das wird immer einfacher, weil der Mainstream ja immer, wie soll ich sagen, immer primitiver fälscht, manipuliert und lügt. Ja, also das heißt, man hat viel mehr Material heutzutage oder ich habe viel mehr Material heutzutage, mit dem ich mich auseinandersetzen kann und muss. Ja, es führt uns zurück noch in den Dezember 21, wenn ich die erste Geschichte vielleicht kurz mal aufgreifen darf. Hausdurchsuchung, Beweise nicht nötig. Dir ist da was ziemlich Blödes passiert. Inwieweit du darüber sprechen kannst, das werde ich gleich sehen. Aber kannst du uns vielleicht kurz auf den neuesten Stand bringen diesbezüglich? Ja, mir ist nichts Blödes passiert, sondern der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist was Blödes passiert. Die wollten nämlich bei mir eben eine Hausdurchsuchung veranstalten und sind dann in eine komplett leere Wohnung reinmarschiert, wo absolut nichts drin war, nicht mal das Licht war angeschlossen. Und die hatten sich wahrscheinlich vorgestellt, nein, ganz sicher vorgestellt, meine gesamte EDV zu beschlagnahmen. Und damit wollten sie mir wahrscheinlich einen verheerenden Schlag verpassen, auch gegen dieses Jahrbuch, über das wir heute reden. Ja. Und ja, also in denen ist insofern was sehr, sehr Blödes passiert. Der Vorwand für diese Hausdurchsuchung war eine angebliche Beleidigung von mir, von Herrn Söder. Der hat auch persönlich Anzeige gegen mich erstattet, muss man sich mal vorstellen. Das ist nur so, dass die Fakten und die Beweislage so fadenscheinig und dünn waren, dass das sowieso nichts hergegeben hätte. Nur hätte ich eben das Problem gehabt, dass ich dann also meine EDV nicht mehr gehabt hätte, wochenlang, monatelang. Man weiß ja, wie lange sowas dauert. Das ist natürlich existenzvernichtend für einen Aufbau. Ja. Und die ganze Begründung war so windelweich und dumm. Also ich soll den Söder da beleidigt haben und soll direkt drunter meinen Namen und meine Telefonnummer geschrieben haben. Ja. Also so nach dem Motto, wenn ich jemanden öffentlich und zwar auch strafbar beleidige auf dem Internet, wäre ich dann wirklich so dumm, noch meinen Namen drunter zu schreiben, ja, und meine Telefonnummer. Und auch noch Journalist und so, ja. Und das Ganze war sowieso auf so einem Fake-Kanal. Da wurden noch andere beleidigt und diese Beleidigungen wurden noch von anderen Querdenkern unterzeichnet. Also ich glaube, das war so eine Ressource der Polizei oder der Behörden, alle möglichen Journalisten und Querdenker der Beleidigung zu beschuldigen, ja. Weil sie hatten auch einen Haufen Beleidigungen eingestellt und immer dann Ballweg, Wisniewski, Heinz und sowas drunter geschrieben, ja. Teilweise kam es sogar vor, dass unter einer Beleidigung zwei, drei Namen standen, so als würden wir uns zusammenschließen und dann irgendwen beleidigen. Ja, es,
Es war an Dummheit und Lächerlichkeit überhaupt nicht zu überbieten. Und inzwischen ist das Verfahren auch eingestellt worden. Ja, aber im Endeffekt hätte es dir deine ganze, ja, Arbeit zerstören können, ja, für eine ganze Zeit lang, ja. Und Gott sei Dank war die Wohnung leer, ne? Ja, also das war Zufall, weil die wurde renoviert, ja. Und ein schöner Zufall natürlich aus meiner Sicht, ja. Ja, Arbeit zerstört. Ich meine, das hätte die ganze Existenz zerstören können, weil wir haben ja alles auf EDV, auch Archive, ja, also historische Sachen. Also das geht ja bis hin zu E-Mail-Verkehr, aus dem man dann viele Jahre später noch was rekonstruieren könnte, zum Beispiel für eine Autobiografie oder irgend sowas, ja. Also, der war ein Frontalangriff auf die Person Wisniewski. Ein Frontalangriff. Eine volle Breitseite, die sich aber Gott sei Dank zum Rohrkrepierer entwickelt hat. Ja. Schönes Bild. Lass uns gleich reinhüpfen in das Jahr 22. Den Januar überhüpfen wir jetzt mal, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, und springen wir direkt auch in das zentrale Thema, das ja auch mit jetzt immer noch maßgeblich die Wahrnehmung oder die Weltpolitik entscheidet. Ja, das ganze Szenario, mir fehlt immer das richtige Wort für das, das zu beschreiben. Alles, was sich um den Krieg in der Ukraine entfaltet hat. Du bist hier gleich da mit The Grand Chessboard eingestiegen. Cui bono, wem nützt der Krieg? Falsche Freunde, Verteidigungsfall, USA. Also der ganze Februar ist eigentlich voll von diesem Thema. Wie hast du das damals wahrgenommen? Also es war jetzt kein 9-11-Moment für uns, wo wir uns unser Leben lang daran erinnern werden, wo wir die Nachricht bekommen haben. Aber es war doch relativ schnell klar, dass jetzt hier auch eine Zeitenwende gerade passiert mit den Ereignissen da in der Ukraine. Was hat das mit dir spontan gemacht, oder was hast du da gedacht? Ja, es hat natürlich unglaublich viele Aspekte. Ich habe ja immer gesagt, all diese historischen Großereignisse, speziell wenn es sich zum Beispiel um Attentate handelt, um Angriffe, Attacken, die sind multifunktional. Die haben finanzielle Aspekte, politische Aspekte, Geldanlageaspekte und geopolitische Aspekte, genau wie der 11.9. auch. Ja, das wird also sozusagen, der Knochen wird dann von den herrschenden Globalisten oder das Fleisch bis auf die Knochen abgenagt. Das Ereignis wird maximal verwertet, sage ich mal. Und das ist hier auch der Fall. Also wir haben ja davor das große Fressen der Pharmaindustrie gehabt in Sachen Corona. Und der Winter war ja dann vorbei und anscheinend ist das auch alles Saisonsache, ja. Dann kam sozusagen die Outdoor-Saison, die ideale Saison für einen Krieg ab Ende Februar, ja. Und jetzt ist das, dann brach das große Fressen für die Rüstungsindustrie an, ja. Das konnte man so richtig merken, den Saisonwechsel. Wer darf jetzt an die Fleischtöpfe? Und während ja die westlichen Politiker sich unglaublich aufgespielt haben, empört waren über diesen Angriff oder Einmarsch der Russen in der Ukraine, haben in Wirklichkeit in Washington natürlich die Sektkorken geknallt. Weil jetzt war es möglich, die ganze multifunktionale Palette aufzufalten dieses Ereignisses, ja, also finanziell, geopolitisch, energetisch, in Sachen Energieversorgung und so weiter, die Trennung zwischen Russland und Deutschland einzuleiten, die langfristige Trennung, all das, was sowieso schon auf deren Speisezettel stand, seit vielen Jahren. Die haben ja auch seit vielen Jahren darauf hingearbeitet. Also die Vereinigten Staaten. Da gab es schon Studien von der RAND Corporation, was man sich davon erhofft, wie man das einfädeln möchte, diesen Krieg. Und es gibt da Statements, dass man das schon mindestens 8 Jahre vorbereitet hat, dass man die ukrainischen Truppen ausgebildet hat, dass man Waffen gekauft hat, dass man Finanzhilfe bereitgestellt hat. Also wer da ungeduldig mit den Hufen scharrte, das waren eigentlich die Vereinigten Staaten. Ja, was auch sehr wichtig ist, man kann jetzt begründen, warum Schweden und Finnland in die NATO müssen. Also man kann den ganzen Speisezettel abarbeiten, ja. Ich habe das dann so zugespitzt irgendwie mal irgendwann auf diese Frage, sagen Sie mal, ist Putin eigentlich der beste Mann der USA oder was? Ja, er hat ihnen einen riesigen Gefallen getan. Wahrscheinlich, weil er nicht mehr anders konnte. Er stand wahrscheinlich im Eck, ja, und konnte nur noch die Vorwärtsverteidigung antreten, wie ein Bär, den man irgendwie in die Falle gelockt hat. War es eine Falle?
ist er jetzt reingetappt, weil wenn ich das ganze Getöse medial jetzt sehe und auch politisch, welche Verwerfungen es da seitdem gibt. Deutschland hat 3 Tage später mal eben ein Sondervermögen kreiert aus dünner Luft. 100 Milliarden standen plötzlich da, obwohl es für Hartz-IV-Empfänger keine 5 Euro mehr geben kann und so weiter. Also ist das Teil dieses multifunktionellen Planes dann? Unbedingt, ja. Also es ist geopolitisch. Die Neuordnung Europas, eine neue Demarkationslinie zwischen Ost und West, also zwischen Russland und den westlich orientierten Staaten, speziell eine Demarkationslinie zwischen Deutschland und Russland. Die müssen unbedingt voneinander ferngehalten werden. Vor allen Dingen muss die Linie der Rohstoffe unterbrochen werden. Das ist ja schon seit über 100 Jahren die Angst der Angloamerikaner, dass Deutschland mit den Rohstoffen Russlands eine wirtschaftliche Weltmacht bildet, ja. Also Deutschland sozusagen als Kopf und Russland als Rohstofflieferant. Das wäre nach Meinung vieler Experten die wirkliche Weltmacht, die absolute Weltmacht. Und seit über 100 Jahren tobt der Kampf gegen diese Weltmacht. Und das ist jetzt die dritte Phase, ja, wo wieder Russland und Deutschland aufeinander gehetzt werden, wie schon im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Wir kennen das schon. Hat er jetzt auch seinen Höhepunkt bekommen durch die Kontroverse um Nord Stream 2 oder um die Sprengungen der Nord Stream Pipelines, das ja jetzt auch gerade ganz aktuell durch die Recherche von Seymour Hersh mehr oder weniger jetzt in den Fokus gerückt ist. Da wurden jetzt Fakten geschaffen, die ja auch für die nahe Zukunft oder längerfristig gesehen mehr oder weniger unumkehrbar sind. Also dieser Keil, der zwischen Deutschland und Russland jetzt steckt, der ist meiner Wahrnehmung nach auch für 10, 20 Jahre nicht zu entfernen, oder? Also es ist ja, das Ziel ist eigentlich oder besteht darin, seitens der Angloamerikaner, speziell der Vereinigten Staaten, Deutschland und Russland müssen Todfeinde sein. Ja, das ist die maximale, wie soll ich sagen, Trennung zwischen den beiden, die auch maximal lange vorhält. Denn solche Wunden heilen ja nicht von heute auf morgen. Ja, und deswegen treibt man jetzt die Konfrontation zwischen Deutschland und Russland auf die Spitze. Deutschland muss voran an die Front, vorwärts, die Deutschen müssen an die Front. Sie müssen die Panzer liefern, die Waffen liefern und das Ganze. Wir haben ja jetzt erlebt, dass Deutschland gewartet hat, bis alle anderen oder viele andere westliche Staaten auch Panzerlieferungen zugesagt haben. Hat Deutschland gewartet so lange, um dann selbst auch der Panzerlieferung zuzustimmen. Und dann haben plötzlich alle anderen ihre Panzerlieferungen zurückgezogen. Und jetzt ist Deutschland ja der Einzige, der liefert. Ja. Das erinnert mich an ein ganz dummes Kinderspiel, ja. Wenn man da mit der Klasse auf Ausflug war, so und in Zweierreihen gelaufen ist und man war ganz vorne mit seinem Nachbarn, dann ging das so, dass der Nachbar plötzlich gesagt hat, du komm, wir machen jetzt mal einen Wettlauf und so, ja. Bei 3 rennen wir beide los, ja, also aus der Gruppe raus. Und wer so doof war, das zu machen, der ist halt losgerannt, während der andere stehen blieb. Und der andere wurde dann von der Lehrerin gerügt, natürlich. Ja. Ein alter Kindertrick. Ja, wir machen alle mit, na klar. Und so, ja, wir liefern auch Panzer und so. Ganz bestimmt. Und man sieht ja mal, wie dumm oder vielleicht auch wie kriminell unsere Regierung ist, dass sie diesen albernen Blödsinn, den jeder Grundschüler zu durchschauen lernt, mitmacht. Ja. Hat ja auch mit dem Personal zu tun. Das ist zwar jetzt erst im Mai, dass du der Frau Baerbock ein Kapitel widmest, aber wenn wir uns mal dieses Strategiepapier von der RAND Corporation anschauen, das ja auch schon, ich glaube, das war schon 2019, wenn mich nicht alles täuscht, wo sogar die Personalien Habeck und Baerbock speziell erwähnt werden, dass man die Personen platzieren muss, weil die ideologisch so gefärbt sind, auch in ihrer Abneigung gegenüber Russland, dass die ideal wären, um die Politik der Vereinigten Staaten in Deutschland mit voranzutreiben. Also, und ich weiß nicht, wie es du verfolgst, aber Frau Baerbock mit ihren Sprachfindungsschwierigkeiten, ich glaube, dass das Ansehen der deutschen Außenpolitik hat noch nie so gelitten wie jetzt in den letzten 12, 15 Monaten da. Nein, aber man muss ja auch feststellen, das ist auch Teil eines Gesamtkonzepts. Deutschland wird komplett runtergefahren, intellektuell, technisch, kulturell, wirtschaftlich, militärisch, ja, denn man muss sich ja auch vorstellen, wenn Deutschland
ständig seine Waffen abgibt. Dann haben die anderen ganz viele Waffen, aber Deutschland hat keine mehr. Ja. Und Deutschland aus meiner Sicht ist irgendwann eine reife Frucht, die sich nur jemand nehmen braucht. Ganz einfach. Ja. Ob das die Russen sind oder die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen. Es gibt ja, gab ja schon alte geopolitische Karten von vor 100, 150 Jahren, wo die feuchten Träume dieser Anglo-Amerikaner drauf waren. Da endete die französische Ostgrenze an der Grenze zu Polen. Ja. Keine weiteren Fragen. Ja. Okay, da müssen wir nachdenken, was fehlt dazwischen, wenn Frankreich und Polen eine gemeinsame Grenze haben. Na, vielleicht lösen wir es demnächst auf, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Herr Lindner war auf Afrikareise und hat in einer afrikanischen Uni, ich weiß nicht, ob es Ghana war, oder gefragt, wer könnte sich denn vorstellen, in Deutschland zu arbeiten? Und es hat im ersten Moment nicht wirklich jemand die Hand gehoben, erst auf Nachfragen oder Nachbetteln, dann so der ein oder andere und ja, eure Nummer nehme ich dann bitte. Also wenn sich sogar bis Afrika durchspricht, dass Deutschland vielleicht nicht mehr das allerbeste Land ist, das ist schon ein ziemliches Zeichen, oder? Also diese Regierung hat sich ja Expertise darin erworben, sich weltweit zum Kasper zu machen. Ja, das sind ja alles PR-Desaster. Also das sind Image-Desaster, die auch Deutschlands Autorität im Ausland beschädigen. Sein Ansehen und seine Autorität. Ja, also Deutschland wird psychologisch, politisch durch sowas total geschwächt. Auch durch seine irrsinnige Migrantenpolitik. Das versteht kein Mensch, bis auf unsere Einheitsparteien, was Deutschland damit anstellt. Also selbst die Länder, die diese Migranten freisetzen, in Anführungszeichen, schütteln den Kopf und fragen sich, was das eigentlich soll. Wie kann man sowas machen? Ja, das ist einfach weder normal noch irgendwie zielführend noch human. Noch human. Ja. Also weder für die Migranten, die ja benutzt werden, noch für die Target, Population, das heißt die Zielbevölkerung. Und ich sage jetzt bewusst, Target und Ziel, weil es ja dieses Buch gibt, über die Migrationswaffe. Das ist weiter als ein weiterer Baustein im hybriden Krieg gegen Deutschland, dass man also entwurzelte, bedauernswerte Menschenmassen benutzt, um ein anderes Land, das Target Country, zu schädigen, durcheinander zu bringen, zu organisieren, finanziell zu schwächen. Und man muss sehr, sehr vieles, was Deutschland eben passiert, das habe ich auch schon häufiger erklärt, unter dem Aspekt, des Weaponizing sehen, also des Umwandelns in eine Waffe von sozialen Prozessen, wirtschaftlichen Prozessen, politischen Prozessen, technischen, finanziellen Prozessen, Börsenoperationen und so weiter. Überall findet dieses Weaponizing gegen Deutschland statt. Und Deutschland ist schon so ziemlich weitgehend am Ende. Ich wüsste nicht, wie es da eigentlich noch rauskommen soll. Und vor allem, wie es weitergeht in Deutschland, ist Schweden ein gutes Vorbild. Der schwedische Sonderweg war in Corona ein guter, aber was es in Sachen Migration ist, da ist es eher die gegenläufige Richtung. Wer das verfolgt in Schweden, der weiß, wie es bei uns vielleicht ausschaut. Aber lass uns zurückkommen zu deinem Jahrbuch, zu dem weiteren Verlauf. Du hast mit dem Thema Waffen mir auch gerade eine Brücke gebaut zum 27. März. Waffenlobby, die grausame Eminenz. Und ich musste vorhin, als ich nochmal drin gelesen habe, echt schmunzeln, als du eine gewisse Waffenlobbyistin beschrieben hast als vampirähnlich aufgrund der Erscheinung mit den grauen Haaren. Und wie wenn du es prophetisch schon vorhergesagt hättest, ist die Dame im Fasching tatsächlich auch in diesem Outfit aufgetreten. Da hat es mich also echt auch geschüttelt, wo ich von Frau Strack-Zimmermann diesen Faschingsauftritt gesehen habe. Ja, da warst du gar nicht so falsch gelegen mit dieser Einschätzung, oder? Naja, das ist natürlich, ich versuche ja auch immer ein bisschen unterhaltsam zu sein. Und das hat sich eben so ein bisschen aufgedrängt aufgrund ihres anämischen Aussehens, der aber sehr, sehr rot geschminkten Lippen, der weißen Haare, hat sie mich also an Christopher Lee erinnert. Das war der berühmteste Darsteller von Dracula, Graf Dracula. Und man darf ja nicht vergessen, die Dame hat ja verdammt viel mit Blut zu tun. Ja. Aufgrund ihrer Aktivitäten fließt also hektoliterweise Blut, kann man mal, glaube ich, kann man sich darauf einigen, ja, durch diese Waffenlieferungen in die Ukraine, durch die Lieferungen schwerer Waffen,
durch die Propaganda für schwere Waffen wird wahrscheinlich der Krieg verlängert, was natürlich im Sinne der Waffenindustrie ist, klar, deren Lobbyistin sie ist. Also sie ist ja in mindestens 3 verschiedenen Lobbyvereinen tätig, der Waffenindustrie in Deutschland. Und ja, also ich habe dann auch so rumgewitzelt, sie hat dann einmal auch den Bundeskanzler eingeladen in den Verteidigungsausschuss und dann habe ich so spekuliert, ob das jetzt auf eine Tasse Tee oder eine Tasse Blut war, ja, so. Aber sie hat sehr, sehr viel mit Blut zu tun. Das ist der ernste Aspekt. Und das ist auch die ernste Analogie zu dem Thema Vampire. Nicht nur sozusagen das oberflächliche Erscheinungsbild. Wobei die Argumentation von deren Seite natürlich sein könnte, dass sie gerade das verhindern, Blutvergießen, indem sie schwere Waffen schicken. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich, aber so ist ja die Denke in diesen Kreisen, dass je mehr, desto besser, desto schneller wird mehr oder weniger die böse Ostmacht niedergerungen. Ja, aber je mehr man die Ukraine so unterstützt, umso länger wird sie auch durchhalten und sich weigern, an den Verhandlungstisch zu gehen, ja. Und das ist eben der andere Aspekt und den sehe ich eben auch als sehr, sehr gefährlich an in diesem Fall. Ja. Nochmal kurz auf unsere Außenministerin. Was denkst du denn, wie sie sich ja in naher Zukunft verhalten wird? Blöde Frage, wenn es um Prognosen ist immer schwierig, vor allem wenn es um die Zukunft geht. Ja. Aber glaubst du, dass da ein gewisser Erkenntnisprozess irgendwann einsetzen wird oder wird da einfach schnurweiter marschiert in Richtung Eskalation und so weiter? Aus meiner Sicht hat also unsere Außenministerin mit Erkenntnis rein gar nichts am Hut. Ich weiß gar nicht, ob sie ein selbsterkenntnisfähiges Subjekt überhaupt darstellt oder nur eine Befehlsempfängerin der Kreise, die sie in dieses Amt gehoben haben. Also zu nennen wäre da als Hintergrund eben das World Economic Forum, ja, dessen Kurse sie besucht hat, Young Global Leaders und so, ja. Und sie erscheint mir da als ein sehr praktischer Erfüllungsgehilfe, weil sie ja den ganzen Krieg vorantreibt, die Waffenlieferung vorantreibt. Das heißt, sie handelt nicht in deutschem Interesse, auf keinen Fall. Sie handelt ganz klar in alliiertem Interesse, das heißt angloamerikanisch, indem sie den Krieg anheizt, indem sie Waffen liefern will der Ukraine, ja, also dem Verbündeten der USA. Und da sieht man ganz klar, es geht um fremde Interessen, nicht um deutsche Interessen. Und diese Interessen überlagern jede Erkenntnisfähigkeit. Da ist kein Raum für subjektive oder individuelle Erkenntnis. Ja, sowas kann sich eine Baerbock gar nicht leisten. Das wäre für die purer Luxus. Und selbst wenn sie erkenntnisfähig wäre, was wollte sie damit machen? Aus meiner Sicht könnte sie keinen anderen Kurs fahren als den jetzigen. Ich habe ein interessantes Zitat gesehen oder ein Meme, wo es heißt, ein Land, das Annalena Baerbock ernst nimmt, ist selber nicht ernst zu nehmen. Vor allem, wenn eine Frau mit so einem gefälschten Lebenslauf, mit so einer Reihe von Lügen im Leben mehr oder weniger in so verantwortungsvolle Position hieft, das ist nicht nachzuvollziehen und das ganze Ausland schüttelt da auch mehr oder weniger den Kopf. Aber nochmal zurück zu diesem Sondervermögen, das wir vorhin gerade schon mal angesprochen haben. Da ist ja jetzt mehr oder weniger der ganze Verteidigungsausschuss, nicht Ausschuss, sondern alle, die jetzt mit Militär zu tun haben, müssen natürlich jetzt, juhu, endlich ist das Geld da und jetzt wird es auch fleißig bestellt. Und ich lese da bei dir im April über eine Hubschrauberbestellung, über die fliegende Banane, wie wir es als Kinder immer gesagt haben, diese doppelrotorigen großen Transporthubschrauber der Amerikaner, Chinook, nach einem amerikanischen Wind, der nach einem amerikanischen Indianerstamm, oh, jetzt habe ich es gesagt, nach einem nativen Amerikanerstamm. Du weißt, was ich meine, ja. Also die Chinook-Helikopter, die nach dem benannt sind, die sollen jetzt in Deutschland eingeführt werden für sage und schreibe 5 Milliarden Euro oder Dollar, ne? Und wo ich das gelesen habe bei dir, was es mit diesen ganzen technischen Problemen auf sich hat, da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass dieses Geld, das jetzt da eben für Verteidigung ausgegeben werden soll, dass das dann mehr oder weniger schon wieder einfach dahin fliegt. Verbrannt. Ja. Wird verbrannt. Ja. Ja. Also erstmal zu dem Thema Sondervermögen.
Der Verteidigungshaushalt Deutschlands betrug bis dahin 50 Milliarden Euro pro Jahr. Dieses sogenannte Sondervermögen betrug 100 Milliarden. Und das bedeutet also eine Verdreifachung des Verteidigungshaushaltes. Man muss sich mal vorstellen, wie da die Sektkorken geknallt haben bei den Waffenschmieden. Und was man ebenfalls wissen muss, von Sondervermögen kann gar keine Rede sein, sondern das sind Schulden. Da wurden also 100 Milliarden Schulden aufgenommen. So, dann geht es ja bei dem Kauf von Waffen zuallerletzt um Verteidigung, sondern im Vordergrund steht ja der Kauf. Das ist das Wichtigste. Ob das Zeugs funktioniert, ob das verrottet, ob das gewartet werden kann, das interessiert eigentlich kaum einen Menschen in der Rüstungsindustrie, in der Politik, und in den Ministerien, ja. Und so kommt es, dass sehr, sehr viele solche Anschaffungen danach rumstehen, nur zu einem winzig kleinen Prozentsatz einsatzfähig sind. Es gab mal einen Kampfjet, da waren es, glaube ich, 5% oder so der Jets, die überhaupt einsatzfähig waren, den Deutschland auch beschafft hat. Ich meine, es war der Eurofighter oder sowas. Aber die Starfighter-Affäre, Franz Josef Strauß hat den Starfighter gekauft. In den 60er Jahren war das, glaube ich. Und der ist also reihenweise vom Himmel gefallen. Der war eigentlich gar nicht wirklich richtig flugtauglich. Ja, hunderte Piloten kamen dabei ums Leben. Und jetzt haben wir wieder solche Anschaffungen. Damit habe ich auch ein bisschen rumgespielt mit dem Begriff Anschaffen gehen. Ja, also anschaffen. Ja, und wie man weiß, darf man ja dabei nicht so besonders wählerisch sein. Ja, man nimmt, was da so kommt. Ja. Und Geld regiert die Welt und solange das Geld fließt, da fließen auch Waren und Dienstleistungen. Also nochmal, bei dem Thema Verteidigung steht nicht die Verteidigung im Vordergrund und da steht nicht die Einsatzfähigkeit im Vordergrund, sondern der Kauf. Auch diese Strack-Zimmermann hat also gewaltig auf die Tube gedrückt und so Sachen geäußert wie, ja, also man muss jetzt nicht so genau hinschauen, was man da jetzt kauft, ja. Man soll jetzt mal endlich kaufen, ob man das jetzt bei uns in Deutschland kauft oder bei Verbündeten, das ist nicht so wichtig. Und darum geht, da ist die totale Gier ausgebrochen jetzt. Und ich sagte schon, das ist das große Fressen nach Corona. Jetzt geht es wieder um hunderte Milliarden. Diesmal für die zweite große Lobbygruppe, die praktisch den Planeten beherrscht, ja. Nach der Pharmalobby, die Rüstungslobby. Ja. Und die Öllobby, mehr oder weniger, ist auch mit dabei. Du kennst ja diesen Ausdruck, the God-Business, das GOD-Business, Guns, Oil, Drugs. Also, dass diese großen Lobbyorganisationen, Industrien mehr oder weniger das Heft in der Hand haben hier. Also, ich war echt überrascht, wo ich das gelesen habe mit diesem Chinook, mit diesem CH-47-Hubschrauber, wie wenig einsatzfähig der eigentlich ist. Du hast als Beispiel auch das von den Engländern gebracht. Die hatten, glaube ich, 12 Maschinen auch für unendlich viel Geld angeschafft und die sind nie zum Einsatz gekommen, weil irgendeine Software zur Zertifizierung in England nicht zur Verfügung stand. Die haben die Amerikaner nicht mitverkauft und die stehen jetzt seit Jahren in einer klimatisierten Halle und werden alt und werden da gewartet für viel Geld. Und wahrscheinlich könnte uns das ähnlich so gehen dann mit diesen Maschinen, ja. 100%ig. Man muss sich ja nur mal die Einsatzfähigkeit unserer Flugzeuge anschauen. Die liegen im einstelligen oder zweistelligen Prozentbereich, wobei ich da so dann maximal von 10, 20% rede bei vielen Flugzeugmustern oder Hubschraubermustern, ja. Und hier, was uns hier als modernster Kampfjet überhaupt verkauft wird, das Ding hat um die 800 dokumentierte Fehlfunktionen, ja. Was Deutschland auch kaufen will. Der Typ fällt mir jetzt gerade nicht ein, ja. Also, wie gesagt, es geht nicht um Ah, Einsatzfähigkeit. du meinst die F-35 wahrscheinlich, die genau den neuesten Düsenjäger da. Es geht nur noch ums nackte Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Was das Zeug hält, dem Publikum verkauft man das über die Medien. Die Bild-Zeitung schreibt dann, oh, die Amerikaner verteidigen uns mit ihrem besten Kampfjet gegen Putin, ja. Wenn ich sowas lese, lache ich mich kaputt, ja. Die Amerikaner beuten uns aus, beuten die deutsche Staatskasse aus, bis zum geht nicht mehr für ihren Flugzeugschrott auf gut Deutsch, ja. Und der Gewinner ist Lockheed Martin, Boeing, Raytheon und wie sie alle heißen, ja, von dieser ganzen Misere. Die profitieren
im Kongress persönlich profitieren, ja, wenn diese Gelder fließen. Also man muss sich mal vorstellen, wenn so ein Betrag fließt, ich nenne jetzt einfach mal einen Betrag von 10 Milliarden Euro. Was glaubst du, wie viel da hängen bleibt bei manchen Leuten? Klar. Das fällt gar nicht auf, wenn da einer, weiß nicht, 10 Millionen verdient als Provision, ja. Das ist ja nichts. Das sind ja dann Peanuts, ja. Aber da machen sich eben viele Leute die Taschen voll. Und ich kann nur noch mal sagen, also der Globus wird im Prinzip von einer, inzwischen von einer globalen Mafia regiert. Anders kann man das nicht mehr sagen. Einer Pharma-Mafia, einer Waffen-Mafia, einer Drogen-Mafia und so weiter. Und die setzen sich an einen Tisch und schauen auch so, okay, wer ist denn wann eigentlich mal wieder dran? Ja. Und dann werden riesige Schocks produziert. Der Corona-Schock, der Putin-Schock, ja, oder irgendein Katastrophen, ein anderer Katastrophenschock, der 9-11-Schock, ja. Und das ist ja auch ein großes Thema in meinem neuen Jahrbuch. Diese Schocks, die uns dauernd verabreicht werden und wo die eigentlich herkommen, ja. Also diese Gesellschaft steht eigentlich unter Dauerschock. Man muss sich nur mal beispielsweise die Spiegeltitel anschauen, ja. Also Waldsterben, Klimakatastrophe, AIDS und so weiter, die letzten Jahrzehnte. Tödliches Fleisch für BSE, das haben wir alles schon wieder vergessen. Das waren alles, ja, ein paar Monatsfliegen, nicht Eintagsfliegen, aber ein paar Monatsfliegen, ja. Und die Engländer haben dieses Phänomen ja erforscht, an erster Stelle, einer schockierten Bevölkerung und haben halt festgestellt, ja, dass man also Menschen, die unter einem Trauma stehen oder einem Schock, dass man die besonders leicht steuern kann. Also die kann man an die Hand nehmen und überall hinführen, die sind nicht mehr handlungsfähig. Und das hat uns systematisch gemacht, ja. Und dann setzen uns ganze Industrien unter bestimmte Schocks, Corona, Putin, Katastrophen, weiß der Teufel was. Und dann die Politiker beeilen sich dann, die Bevölkerung zu schützen, ja, dann bringen die sich in Szene und in Position als große Retter, indem sie Waffen kaufen, Impfstoffe kaufen, andere Rettungsmittel kaufen, was weiß ich, Masken, ja. So funktioniert das Spiel und die spielen sich die Bälle lediglich zu, und zwar global, ja. Und daher sind wir in einer riesigen Rauboperation, ja. In einer riesigen Ausbeutungsoperation seitens dieser globalen Konglomerate, seitens der globalen Mafias. Nichts anderes ist das mehr. Wir leben hier auf einem Crime Planet, auf einem Verbrechens- und Sklavenplaneten, wo jetzt die Bevölkerung auch immer, wie soll ich sagen, also offensichtlicher versklavt wird mit solchen Attributen wie Masken, mit der Tatsache, dass sie ihres Körpers enteignet werden, dass sie die Herrschaft über ihren Körper verlieren, dass sie zwangsgeimpft werden können und solche Dinge, ja. Also die körperliche Unversehrtheit ist ja eins der obersten Rechte eines freien Menschen und das haben wir schon verloren, ja. Und da kann man sich ja vorstellen, wie das weitergehen soll, ja. Na, Also Gott sei Dank ist die Impfpflicht doch nicht gekommen. Das stand ja über uns lange Zeit, aber so weit ging es Gott sei Dank noch nicht, ja. existierte aber ein de facto Zwang für viele Menschen, ja. Die wurden erpresst Ja, klar. mit anderen Möglichkeiten, sich zu bewegen, teilzunehmen und so Der weiter, ja. Job. De facto war das schon eine Zwangssituation für viele Menschen, ja. Und es wird eigentlich eins immer deutlicher, dass uns diese globalen Eliten betrachten als bloße Herde. Ganz Kannst du einfach. dir erklären, warum trotz dieser Offensichtlichkeit in so vielen Aspekten, ja, egal ob das jetzt der Krieg ist oder Corona oder auch die ganzen Korruptionsfälle bei Großbauunternehmen irgendwie, warum können so viele Menschen das nicht erkennen? Es ist zwar 20, 25%, so sagt man ja, ist der Schwurbleranteil in der Gesellschaft, diejenigen, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Deine Erklärung dafür, warum trotzdem ein Großteil immer noch an diesem Tagesschau-Narrativ hängen bleibt, Scholz wird es schon machen und so weiter. Ist das Sehnsucht nach geordnetem, funktionierendem System oder Angst auch vor der Unwissenheit? Ich versuche das seit Jahren zu durchdringen und keine richtige Antwort will da überzeugen. Also die Medien sind natürlich ganz wichtig, die große Teile der Bevölkerung einfach einlullen, ja. Ich
Und zwar mit allen psychologischen Mitteln, ja, sei es Schnitt, Kamera, die Experten, die sie präsentieren, die Sprecherstimmen, das Aussehen, die Musik, alles spielt doch da zusammen, ja, um dem Menschen also Vertrauen zu suggerieren oder um Vertrauen zu erzeugen in dem Rezipienten, ja. Und das ist ja wie eine riesige Glocke oder wie eine Bestrahlung, ja, eine Dauerbestrahlung. Es ist eine Bestrahlung. Man muss sich ja nur mal anschauen, die großen Antennen, die sowas auch ausstrahlen, ja. Das ist ja wirklich eine Dauerbestrahlung des Gehirns, aus der wir nur schwer entkommen können, ja. Wir, nicht jeder, schafft das so wie wir, dass er sich davon wirklich abnabelt und sich anderswo informiert und andere Medien benutzt, zumal die ja auch stigmatisiert werden, die anderen Medien, ja. Und wenn du die benutzt, dann hör mir bloß auf mit Telegram. Ach, du guckst nur, wieso, ja, bist du verrückt und sowas, ja, was bist du denn für einer und so. Das heißt, du wirst schon gesellschaftlich ausgegrenzt, wenn du andere Medien benutzt. Du willst ja auch dazugehören, du willst nicht alleine sein. Vor dem Alleinsein hat der Mensch fast am meisten Angst, dass er nicht mehr dazugehört, dass er abseits der Gruppe steht. Das ist ganz schwer auszuhalten. All diese Mechanismen wirken da und das wurde definitiv sehr lange erforscht und auch optimal eingestellt aus meiner Sicht. Ganz aktuell ein Vortrag von Daniele Ganser, ausverkauft, 2000 Leute, ich weiß nicht mehr, Dortmund, Düsseldorf, irgendwo in Deutschland. Und vor der Halle war eine Demo, eine Gewerkschaftsdemo. Und ein Reporter hat Anwesende gefragt, wie sie das jetzt finden. Ja, sehr gut, so solchen Leuten sollte man kein Podium geben, die Aussagen von ihm. Und auf die Frage hin, was er denn gesagt hat, ob sie sich das Video angeschaut haben und so, nö, kann ich nicht sagen. Ja, woher wissen Sie denn, was er sagt? Weil Millionen Menschen gucken das, die Halle ist ausverkauft. Ja, das in den Medien steht es. Also, und das ist so dieses unbedingte Vertrauen in die Staatsmacht oder auch in das System, an das man glaubt, das scheint so unerschütterlich zu sein, dass man alle Vernunft oder Logik ausschaltet einfach. Also das habe ich auch gesehen, diese Straßeninterviews. Ja. Das war wirklich augenöffnend. Wahnsinn, ja. Man sehen, na, die meisten Menschen sind eigentlich nichts weiter als Wiederkäuer. Also die schlucken was rein und spucken es unverändert wieder aus, ja. Und sowas wie Kognition oder Kontemplation oder Analyse findet 0,0 statt bei den meisten. Und das ist natürlich schockierend, so ein Befund. Ja, die Frage ist auch, ja, das ist auch eine Riesenherausforderung für uns Aufklärer. Ja, wie erreicht man Menschen, die einfach nur wiederkauen, die einfach das ausspucken, unverändert, was man ihnen eingeflößt hat? Ja, also ohne jeden Denkprozess dazwischen. Ne? Also ich frage mich, wie geht das anatomisch? Also geht das nur über die Ohren direkt wieder zum Mund, ohne Umweg über das Gehirn? Oder ich weiß es nicht, ja. Ich habe eine Lösung, wie man da vorgehen können. Repetitio. Man muss es einfach immer und immer wiederholen. Und das ist ja auch das Ziel von deinem Jahrbuch, dass du diese ganzen Absurditäten rausholst. Ich möchte nochmal ein paar Punkte ansprechen. Und zwar eins, was ich im Juni gefunden habe. Bergwerk. Deutsches Museum lässt seine Hauptattraktion verschwinden. Und da kram ich in meiner Vergangenheit. Anfang der 90er bin ich mal durchs Deutsche Museum gelaufen und dann in der Bergbauausstellung mich fast verlaufen, weil das riesig war, dieser Eindruck, den man da hat. Man konnte fast spüren den Schweiß noch von den Arbeitern und die Luft. Und das war so authentisch, dieses ganze Bergwerk. Und das war die Hauptattraktion. Aber sie gibt es jetzt nicht mehr, oder? Richtig. Also das Deutsche Museum wird saniert und das hat man aus meiner Sicht benutzt, um dieses Bergwerk wahrscheinlich endgültig abzuschaffen. Ja, also dazu muss man wissen, ich beschäftige mich schon eine Weile mit dem Thema Bergbau. Das ist eine Schlüsseltechnologie, eine strategische Schlüsseltechnologie Deutschlands, nicht nur Deutschlands, aber auch und vor allem Deutschlands, ja. Und dieses Bergwerk hat eben sehr, sehr viel Geschichte geborgen oder beherbergt und dokumentiert über den Bergbau, über Bergbautechniken. Es war praktisch so eine Art Gedächtnis des Bergbaus, ja. Und es war darüber hinaus die Hauptattraktion des Deutschen Museums überhaupt, weil, wie du schon sagtest, man konnte fast stundenlang in Stollen rumlaufen. Man sah Aufzüge, man sah Schächte, man sah Seilzüge, man sah gewaltige Maschinen, ja.
Also auch in den Kommentaren zu diesem Vorgang auf dem Internet konnte man dann sehen, die Leute waren fassungslos, dass dieses Bergwerk ausgebaut werden sollte und auch wurde oder zurzeit wird. Aber das Allerbeste kommt ja noch. Man hat zunächst versprochen, das Deutsche Museum wird wieder so hergestellt, wie es war. Woraus man also den Schluss ziehen könnte, ach so, ja, dann ist das Bergwerk ja auch wieder da, ja. Und dann hat man so langsam die Hosen runtergelassen und gesagt, ja, also für das Bergwerk ist aber kein Geld da. Ach. Ne? Moment, das können wir, also im Moment ist da kein Geld da. Das heißt, das wissen wir nicht, ob und wie wir das wieder einbauen können. Und eine Zeitung in München hat sogar geschrieben, sinngemäß, das ist das endgültige Aus für dieses Bergwerk. Ja, und das hängt zusammen mit der ganzen, mit dem ganzen Krieg gegen die deutsche Energieversorgung aus meiner Sicht. Das soll einfach verschwinden, aus dem Gedächtnis gelöscht werden, ja. Und es gibt zwar noch andere Bergbaumuseen, die meisten davon kleiner, aber und eben ja, das hat eigentlich die allergrößte Bedeutung in Deutschland, dieses Bergwerk im Deutschen Museum als Gedächtnis und Archiv des Bergbaus. Ja. Und ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Irgendwann wissen unsere Nachfahren, die wissen gar nicht mehr, wie man mal Energie gewinnen konnte in Deutschland, dass das Zeug glatt unter dem Boden liegt. Ja, daran wird ja schon heftig gearbeitet von der Klimabewegung und anderen Leuten. Ja. Gutes Und Stichwort, das ist eigentlich ein Punkt, der erst viel weiter hinten kommt, im Oktober. Aber weil du es gerade erwähnt hast, ja, so die Klimakleber, die ganz nützlich sind für die Politik, Sündenböcke. Warum sind die Sündenböcke dann? Weil man über deren Köpfen oder in deren Namen Politik macht und sie dann ausnützt, mehr oder weniger? ja, die besorgen ja das Geschäft der Politiker, ja. Also es gibt ja die ziehen den ganzen Hass auf sich. Die ziehen die ganzen Schlagzeilen auf sich. Die ziehen die ganze Wut auf sich für Verkehrsblockaden, die Politiker um den Faktor 10 größer veranstalten, ja. Durch ständige Behinderung des Verkehrs, Verengung von Fahrspuren, Verbreiterung von Radwegen, von Vernichtung von Parkraum, von Dieselfahrverboten. Man muss sich mal vorstellen, ein legal zugelassenes Fahrzeug darf man in vielen Städten nicht mehr fahren. In vielen Innenstädten, ja. Also, das ist aus meiner Sicht kriminell. Kann nicht funktionieren, ja. Man kann nicht im Nachhinein den Vertrag ändern. Man kann mir nicht sagen, du, klar, dein Fahrzeug ist super, das kann man zulassen, da kannst du fahren. Und 10 Jahre später kann man dann nicht sagen, nee, aber da und da darfst du nicht mehr fahren, ja. Also, das ist doch ein Irrenhaus, was hier abgeht, ja, absolut, ja. Und die Politiker blockieren den Verkehr um den Faktor 10 oder 100 mehr als diese Klimakleber. Aber die Prügel kriegen jetzt diese Klimakleber auch durch die Bild-Zeitung, durch andere Medien. Und unsere Politiker schimpfen auch auf diese Klimakleber, sowas, diese Verkehrshindernisse, ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele Rettungswagen schon stecken geblieben sind wegen dieser sogenannten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Ja, da sind garantiert schon Dutzende, Hunderte Rettungswagen verspätet irgendwo angekommen. Gar keine Frage. Aber davon redet niemand. Ja, gerade der Münchner Oberbürgermeister ist laut Untersuchung, laut Studien, das größte Verkehrshindernis zwischen Flensburg und Garmisch. Ja, also was die Staus in der Landeshauptstadt München angeht, im Vergleich zu anderen Großstädten, ja, mokiert sich aber über Klimakleber. Das heißt, das sind die bequemen Watschenmänner unserer Politiker, Na, ich verstehe. womit ich die nicht entlasten will, diese Klimakleber. Das sind natürlich, wie soll ich sagen, also desolat. Useful idiots. Useful Ja? idiots. Nützliche Idioten, sagen viele auch, ne? Ja. Und das, was noch dazu kommt, sie treiben die Politik vor sich her. Sie fordern radikale Maßnahmen, die die Politik so noch nicht fordern kann, aber gerne wollte, ja. Und so läuft das Spielchen. Also die sind Teil des Spiels, diese Leute. Natürlich sind sie wahrscheinlich zu dumm, um das selber überhaupt zu kapieren. Ja.
Ideologisch verbrämt oder verblendet halt mehr oder weniger. Aber wenn ich sehe, dass führende Köpfe aus unserem Staat, wie zum Beispiel der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, das Ganze noch gutiert und mehr oder weniger dann auch ja, fordert und sagt, ja, das ist doch wichtig und da kann man jetzt nicht so eng sehen und das, also von wegen Delegitimierung des Staates bei denen, das wird eher so gefordert. So, jeder Mensch müsste sich fürs Klima so einsetzen, ja. Ja gut, also wer vom Verfassungsschutzchef gelobt wird, der sollte sich wirklich Gedanken machen. Ja. Das ist auch ein guter Punkt, ja. Vom Verfassungsschutz gelobt werden würde, dann würde ich wahrscheinlich mein Handwerk niederlegen, weil irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Ja. Und den Klimaleuten fällt es natürlich nicht auf. Da versteht sich. Also wie gesagt, es gibt wirklich viele Punkte in deinem Buch, die du da lang und breit analysierst oder nochmal ins Gedächtnis rufst. Und ein Punkt, den ich zum Schluss auch nochmal ansprechen möchte, ist ein Autounfall aus Amerika, der mich letztes Jahr auch stutzig gemacht hat. Ich habe es nicht komplett verfolgt, aber bitte um Aufklärung. Die Schauspielerin Anne Hesche, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Ja, ich wusste es auch eine lange Zeit nicht, aber man spricht sie aus N-Heisch. Heisch, okay. Anne Heisch, berühmt geworden auch als Lebensgefährtin von Ellen DeGeneres, glaube ich, ja, und die hat auch viele Filme gemacht, also wirklich auch eine prominente Frau, ist letztes Jahr bei einem Autounfall zu Tode gekommen, aber es gab eine ganze Menge mysteriöser Videos von einem Hubschrauber, wo eine angeblich lebensgefährlich schwerst verbrannte Frau plötzlich sich aus diesem Leichensack wieder erhebt und versucht, von der Krankenbahre runterzuspringen und dann zurückgedrängt worden ist. Das war für mich dann irgendwie so, okay, da stimmt irgendwas nicht, aber ich habe es verloren. Was ist da dein Kenntnisstand zu dieser Geschichte? Ja, der Kenntnisstand hat sich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr verändert, weil es natürlich keine News mehr darüber gibt. Das Ganze wird ja dann verschwindet einfach aus den Medien, als wäre es nie da gewesen. Ja, aber Anne Heche war jemand, der in sehr vielen kritischen Filmen mitgespielt hat. Zuletzt der Film, dessen Premiere sie leider nicht mehr erlebt hat, da ging es um also sexuellen Missbrauch und Kinderhandel. Aber es gab auch diesen Film, an den sich manche erinnern, wie Wag the Dog. Das war so eine Satire auf die politische Steuerung der Gesellschaft. Unglaublich gut, ja. Also sozusagen, wie wir alle veralbert werden durch diese ganzen Medienoperationen und so, ja. Und ja, man kann sagen, es war eine unbequeme Schauspielerin, ohne dass ich mich jetzt da auf ein Motiv festlegen wollte, aber sie hatte eben dann im Anfang August 22 einen sehr, sehr merkwürdigen Unfall. Da raste sie nämlich plötzlich mit ihrem kleinen Auto in eine Hauswand, in ein Haus. Das Haus fing an zu brennen. Die Feuerwehr kam, aber wer nicht rausgeholt wurde, war Anne Heche. Die Feuerwehr stand gelangweilt um das Haus herum. Die Feuerwehr stand gelangweilt auf dem Dach. Ich sage jetzt mal übertrieben, die Feuerwehr hat gelangweilt mal eine Gießkanne Wasser hineingegossen in das Haus. Und man kam dann letztlich auf eine Stunde, die Heche in dem brennenden Auto verbracht haben soll. Ja. Und man kann sich vorstellen, so ein brennendes Auto, das ist wie ein Ofen. Also das überlebt man keine 5 Minuten. Ja. Weil die Hitze natürlich dort drin festgehalten wird und konzentriert wird wie in einem Ofen, weil ein Auto innen wahnsinnig brennt durch diese ganzen Kunststoffe und weil diese Kunststoffe sich beim, wenn sie brennen, in Giftgase verwandeln, ja, so ähnlich wie chemische Kampfgase. Also das überlebt man keine 5 Minuten. Aber nach einer Stunde wurde sie dann da rausgetragen aus dem Haus. Und zwar vollkommen abgedeckt wie eine Leiche, so dass jeder dachte, auch die Beobachter, die Journalisten vor Ort, okay, sie hat das nicht geschafft, ja. Auch kein Wunder nach einer Stunde in einem brennenden Auto. Und dann sollte sie in einen Notarztwagen geschoben werden und plötzlich deckt sie sich ab, versucht sich aufzurichten und sich die Füße loszubinden. Die waren nämlich auch noch angegurtet, ja. Und die haben aber ganz schnell sie festgehalten und in den Rettungswagen geschoben. Das gibt es aus einer Hubschrauberkamera, wurde das gefilmt, ja. Da kann man sich jetzt auch fragen, gut, eine Stunde in einem brennenden Auto, aber die Frau hatte überhaupt keine sichtbaren Brandwunden. Die war auch nicht verrußt, gar nichts. Sie hatte immer noch ihr blondes Haar und das war auch nicht abgesenkt, verkürzt oder irgendwas. Und das war eigentlich die Szene, die mich eben hellhörig gemacht hat, ja.
was ist denn da passiert? Und ja, ich kann das also im Wesentlichen nur beschreiben und analysieren. Letztlich kann man das nicht nachweisen, dass das etwa ein Attentat gewesen ist. Man kann nur zeigen, dass einfach nichts zusammenpasst, ja. Und ja, man muss es dann auch dem Leser überlassen, seine Schlüsse zu ziehen, wobei es da sehr, sehr, sehr viele Anhaltspunkte gibt, zum Beispiel eben ihre kritische Arbeit in manchen Filmen, ja. Und es ist so bizarr, dass es noch eine bizarre Wendung am Schluss gibt, die ich jetzt aber nicht spoilen will. Okay. Ja, also es ist wahnsinnig bizarr. Wir müssen ja eins bedenken, das Ganze fand in Hollywood statt, sozusagen, in Los Angeles. Und in Los Angeles ist praktisch alles und nichts möglich. Da verschwimmen Realität und Fiktion sowieso miteinander, ja. Also da kann man sich einfach alles vorstellen, alles, jede Inszenierung ist dort denkbar und ist eigentlich Alltag, ja. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, es ist ein spannendes Kapitel und es hat einen sehr, sehr, ja, bizarren Schluss auch noch. Ja, ich verrate jetzt auch nichts, also ich spoilere jetzt auch nicht und lass uns zum Schluss nochmal auf einen Jahrestag gucken, der also ein Jubiläum, der letztes Jahr eben zum 110. Mal passiert ist. Obwohl Jubiläum ist da ein falscher Ausdruck, es geht nämlich um die Titanic, die vor 110 Jahren, letztes Jahr vom 14. auf 15. April, quasi gesunken ist. Und ich glaube, es gibt wenige Ereignisse in der Geschichte, die so einen Fußabdruck im kollektiven Gedächtnis hinterlassen haben wie dieses Ereignis. Damals 1500 Leute, so eine riesen Mediennummer war das auch damals, weil das unsinkbar galt. Das war, also es lässt sich gar nicht vergleichen hier irgendwo. Sondern du hast vor über 10 Jahren schon mal ein Buch aufgelegt und hast da eine sehr sehr, sehr kontroverse These angestoßen. Ich habe das damals auch gelesen und hatte gedacht, so, wow, das ist aber steil. Und was kannst du denn da zu diesem Jahrestag sagen oder was ist da für dich mehr oder weniger jetzt an Neuigkeiten oder überhaupt an Kontroverse entstanden ist bei diesem Thema? Also das Spannende ist ja, dass die Titanic oder der Untergang der Titanic schon immer ein Symbol war, quasi für eine Gesellschaft. Das war ja eine Gesellschaft an Bord, ja, eine klar abgegrenzte, sage ich mal, einen Lebensraum, der bewusst und mit Absicht ins Verderben gefahren wurde. Ja, gut, das ist jetzt schon etwas weitergehend oder der zumindest durch Dummheit und Nachlässigkeit ins Verderben gefahren wurde. Das war Oswald Spengler, der Autor von Der Untergang des Abendlandes, hat damals schon also die Titanic ins Spiel gebracht bei dem Thema Untergang von Zivilisationen. Ja, und wir stehen heute wieder vor dem Untergang einer Zivilisation, diesmal wirklich bewusst und absichtlich herbeigeführt. Und deswegen habe ich auch dieses Buch, wird jetzt wieder neu aufgelegt und ich habe ein Kapitel in meinem Jahrbuch darüber drin. Weil wir eben jetzt wieder vor so einem bewussten Crash hier stehen, ja, und weil ich darauf hinweisen wollte, wie solche Operationen ablaufen, wie sie verkauft werden, wie sie gemacht werden, wie man die Öffentlichkeit täuscht, wie man aus den Schurken Helden macht, ja. Und das ist alles super, super spannend. Und mir ist es da auch gelungen, einige neue Sachen aufzutreiben und herauszuholen. Zum Beispiel die Sache mit den Eiswarnungen. Manche wissen ja, dass die Titanic Eiswarnungen bekommen hat, ja, von anderen Schiffen, die vorausfuhren. Und da wurde immer gesagt, ja, aus unerfindlichen Gründen sind die nicht auf der Brücke angekommen oder sie wurden nicht beachtet. Der Kapitän hat sie in seine Tasche gesteckt und nicht wieder rausgeholt und solches Zeug. Und mir ist es halt gelungen, nachzuweisen, dass die Brücke der Titanic diese Eiswarnungen sehr wohl beachtet hat, dass sie sie nicht ignoriert hat, sondern ganz im Gegenteil, dass sie sie benutzt hat, um in das Eis hinein zu manövrieren, ja, weil die anderen Schiffe haben denen klar mitgeteilt mit Koordinaten. Diese Eiswarnungen bestanden ja jetzt nicht einfach so aus dem Satz, ey, passt mal auf, da vorne ist Eis, ja, oder sind Eisberge, sondern da wurden teilweise Quadranten angegeben, ja. Planquadrate und so. Und interessanterweise hat die Titanic das zur Navigation benutzt, aber nicht um darum herumzufahren, sondern um mitten reinzufahren. Und
Auch habe ich dann einfach als ein Kapitel genommen in diesem Jahrbuch von letztem Jahr jetzt, über das wir gerade reden. Und ich werde jetzt aber auch das ganze Buch auf vielfachen Wunsch von Lesern, ich habe wahnsinnig viele Mails über die Jahre bekommen, wo ist dieses Buch? Ich kann es nicht mehr kriegen, es kostet bei Booklooker oder was 150 Euro und so. Auf diesen vielfachen Wunsch hin bringen wir das jetzt wieder raus im März im Kopfverlag. Du hast dich ein bisschen kryptisch gerade ausgedrückt, aber ich möchte es für die Zuschauer, die das nicht kennen, das Buch oder die Geschichte kurz auf einen Punkt bringen. Du hast die These aufgeworfen in diesem Titanic-Buch, dass das Ganze kein Desaster war durch den Eisberg, sondern ein Versicherungsbetrug, nämlich dass das Schiff, die Titanic, gar nicht die Titanic war, die gesunken ist, sondern ihr Schwesterschiff, die Olympic, die kurz vorher einen Zusammenstoß hatte, wahrscheinlich sogar bewusst herbeigeführt mit einem englischen Kreuzer. Und das Ding mehr oder weniger schrottreif war, weil das hatte eine Kränkung, konnte eigentlich wirtschaftlich nicht mehr betrieben werden. Und man hatte sich angeblich entschieden, in einer Nacht- und Nebelaktion die Schiffe zu tauschen und das Ding dann einfach auf dem Meer zu entsorgen. Das klingt jetzt für den ersten Moment wirklich sehr abenteuerlich, aber ich erinnere mich, vor 10 Jahren habe ich das Buch schon gelesen. Die Anzahl der Punkte, die für so eine steile These sprechen, die ist echt erstaunlich. Vor allem, was im Vorfeld schon passiert ist mit den Mannschaften, die sich geweigert hatten, an Bord zu gehen und das schwelende Kohlefeuer und, und. Also da gibt es so viele Punkte, wo man denkt, warum habe ich davon noch nie gehört? Ich habe jetzt eben nur diesen kleinen Aspekt der Navigation herausgegriffen, weil das Thema ist so komplex, die ganze Operation ist so komplex. Das Buch hat 400 Seiten, also dass ich jetzt unmöglich das hier in so ein kurzes Interview reinpacken kann, ja. Und es hört sich vollkommen irre an auf den ersten Blick, aber man muss wissen, so traurig das ist, Versicherungsbetrug auf See ist praktisch gang und gäbe, ja. Nirgends kann man so gut eine Versicherung betrügen wie auf See, indem man ein Schiff leckschlägt, sprengt oder was auch immer und dann die Versicherungssumme kassiert. Und tatsächlich wollte sich diese White Star Line auf diese Weise sanieren, ja. Nachdem also das ist eben kompliziert, das Schwesterschiff der Titanic einen fatalen Unfall hatte und praktisch schrottreif war, ja. Es musste verschwinden. Deswegen wurde es in Titanic umgeschminkt und in den Eisbergen versenkt, die man bewusst angesteuert. Ja. Ja, also das ist eine tolle, eine Wahnsinnsgeschichte. Mich hat das selber fasziniert bei der erneuten Bearbeitung und Durchsicht. Und ja, dann eben auch der Wunsch von vielen, vielen Lesern, bitte bringen Sie das Buch wieder raus. Und deswegen haben wir uns da entschlossen, bei COP das auch jetzt wieder aufzulegen. Eine Gelegenheit, das Buch vielleicht dann in naher Zukunft mal ganz zu besprechen, aber für den Moment sage ich danke an dich für dein Buch, das du jetzt auf den Weg gebracht hast, dein Jahrbuch. Wie gesagt, das Jahr schreitet schon voran, aber der Blick nach 22, der lohnt sich auf jeden Fall, weil es ja turbulent war, ohnegleichen, kann man fast sagen. Und ich habe das Gefühl, das wird bei deinem Jahrbuch, das du jetzt dann über dieses Jahr schreiben wirst, da wird es genauso sein wahrscheinlich. Eben, es wird immer schlimmer. Es wird ja schon seit Jahren immer schlimmer. Als ich diese Jahrbuchreihe angefangen habe, habe ich mir nicht vorstellen können, in welchem Desaster dieser Staat mal enden wird, ja, mit welchen Auflösungserscheinungen das einhergehen wird, mit welchen demokratischen Auflösungserscheinungen, mit welchen Putschversuchen, mit welchen Betrügereien, mit welchen Durchstechereien. Wir stehen ja wirklich vor einer Auflösung dieses Staatswesens und des Rechtssystems, des Rechtsstaates, der Wirtschaft, der gesamten staatlichen Organisation. Und das konnte ich mir natürlich vor 10 oder 16 Jahren, als ich diese Buchreihe angefangen habe, auch so noch nicht vorstellen. Und deswegen muss ich leider prognostizieren, wahrscheinlich wird dieses Jahr 2023 noch irrer werden. Und auch die folgenden Jahre, wir haben ja auch schon so ein bisschen einen Ausblick auf die Pläne dieser sogenannten Eliten, was weiß ich, Bill Gates, World Economic Forum, Weltgesundheitsorganisation, wir sollen jetzt Insekten essen. Was glaubst du, wo das enden soll? Das kann man sich ja, das kann ja nur in einem so eine Art Sodom und Gomorra enden, im totalen Desaster. Es wird im totalen Desaster enden, solange wir nicht bremsen, solange wir nicht Sand ins Getriebe werfen. Und jeder muss darum kämpfen und jeder muss wirklich jetzt aufwachen und sich sagen, okay, Freiheit und Demokratie gibt's nicht umsonst.
die macht nicht der Politiker für mich, nicht der stellt das für mich her. Das ist kein Service der Politik, sondern wenn ich die Politik einfach machen lasse, dann wird die mich versklaven. Und vor diesem Zustand stehen wir jetzt. Danke für dieses Schlusswort. Nehme ich so direkt hin und auch gleichzeitig dann nochmal, freue mich schon auf das nächste Buch von dir. Auch wenn es schade ist, dass du so viele schreckliche Themen beackern musst, aber ich bin froh, dass du diese Arbeit machst und sag danke für den Moment. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke für das Interview. Danke, Robert. Hier ist das gute Stück nochmal, liebe Zuschauer. Ich halte es gerne nochmal in die Kamera. Erschienen ist es beim Kopp Verlag und immer wieder erstaunlich, was für Geschichten in einem Jahr sich auftun und wie wenig wir wirklich von den Hintergründen verstehen. Ich hoffe, das Interview mit Gerhard Wisniewski zu seinem Buch hat Ihnen geholfen, da ein bisschen Klarheit zu bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal bei Achtung Buch wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen.